hier im Raumzeitlabor. Einer der besten Hackspaces, sagt Wiki. Englischsprachig. Und deutschsprachige Wiki hat wohl irgendwie ein Wichtigkeitsproblem mit dem Raumzeitlabor. Das finde ich unerhört. Dieser Vortrag ist der vierte und letzte Teil von über Anarchie, Anarchismus. Und es war sehr schön, bei euch zu sein. Ich sage auch Hallo ans Internet, an die fleißigen Kommentatoren. Natürlich, das ist richtig, Marktanarchismus ist immer noch Bullshit-Anarchismus. Ihr dürft mir gerne E-Mail schreiben, nanook@nanook.org, glaube ich. Lasst uns loslegen. Dieses Thema heute ist anarchistisches Handeln. Nach anarchistischem Denken, das war beim letzten Mal. Und so schließen wir damit. Ich habe aber ein Zitat gefunden von einem sehr alten Chinesen, der Chung Tzu heißt, alles das, was Anarchie beschreibt, ist nicht Anarchie. Grob. Und damit möchte ich auch meine Dummheit nochmal präsentieren. Anarchie ist mehr etwas, was man tut. Man redet nicht drüber. Ich würde dann also vorschlagen, dass ich das nächste Mal, wenn mich jemand fragt, kannst du einen Vortrag halten, immer sage, kein Problem, geht auf raumzeitlabor.de und schaut euch das Video an und kommentiert das. So, ich fasse kurz zusammen. Im ersten Teil haben wir festgestellt, dass Anarchie die Abwesenheit von Herrschaft in einem repressiven Modus ist. Das heißt, es ist okay, wenn man Hutträger hat, die sich um ein Projekt kümmern. Wenn wir aber Leute haben, die irgendwie machthungrig sind und Macht nicht mehr abgeben wollen und sie missbrauchen, dann ist das nicht okay. Das heißt, in Anarchie gibt es durchaus Ordnung und es gibt auch jemanden, der einem anderen was sagen kann, aber es ist halt nicht repressiv oder es kann nicht mehr repressiv sein. Die Waffen eines Anarchisten sind die Aufklärung und in Teams arbeiten, gesellschaftliches Arbeiten, Gewalt und Vorschriften sind nicht okay. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Vorschrift Verbote verbieten okay ist für Anarchisten, aber das ist, glaube ich, ein Fnord in sich. Anarchie haben wir dann zusammengefasst im ersten Teil als etwas Zielkonfliktäres. Die Anarchie möchte die Freiheit des Einzelnen maximieren und gleichzeitig auch die Solidarität der Gesellschaft maximieren. Das kann zu Problemen führen natürlich. Im zweiten Teil haben wir über Anarchismus gesprochen, das war die Theorie. Da haben wir festgestellt, es gibt wichtige Leute, historisch gesehen, wichtig, die halt viel vorgedacht haben, Neues gedacht haben. Die sind auch ganz interessant. Aber Anarchismus oder Anarchie wäre nicht Anarchie, wenn man denen jetzt folgen müsste. Ja, es gibt jetzt kein Buch, wie zum Beispiel Mein Kampf oder Das Kapital, das hier ein Pamphlet ist, dem man dann folgen soll, oder die Bibel, sondern das Lesen hilft, aber es ersetzt nicht das Entwickeln eines eigenen Verständnisses von Anarchie oder Freiheit oder Selbstbestimmung oder wo ist mein Platz in der Gesellschaft und wie kann ich mich verbessern und wie kann ich die Gesellschaft verbessern. Im dritten Teil das war halt beim letzten Mal, letzten Monat. Der Vortrag ist mittlerweile auch schon online. Vielen lieben Dank, Silscher. Hat nur 5 Tage gedauert, das Hochladen. Anarchistisches Denken ist mittlerweile nicht mehr das Problem. Es gibt einen Arbeitnehmer und einen Arbeitgeber und der Arbeitgeber hat halt mehr Macht als der Arbeitnehmer und der Arbeitnehmer wird ausgebeutet. So, Machtgefälle werden im Anarchismus eigentlich überall gesehen mittlerweile. Und viele Bewegungen berufen sich auf diese Machtgefälle. Wir haben Feminismus, wir haben Rassismus. Dann haben wir natürlich das Problem, dass manche Gruppen doppelt belastet sind, zum Beispiel schwarze Frauen. Die haben es besonders schwer. Dann Post. Achso, ja. Dann haben wir noch beim anarchistischen Denken Argumentationsketten verfolgt, die ganz klar und ganz hart sagen, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht anarchistisch ist, also nicht die Freiheit des Einzelnen und die Solidarität der Gesellschaft versucht zu optimieren. Als Parteienlandschaft oder als Parteienpolitik oder Parteienparlament, wobei die freiheitlich-demokratische Grundordnung sowas eigentlich zulassen würde wie Anarchie. Wir haben noch festgehalten, dass liberaler Kapitalismus kennen wir halt so als große internationale Konzerne und den Markt freien Lauf lassen. Das heißt, der Markt ist höher anzusehen als der Mensch. In der Hoffnung, dass die Ressourcen am besten verteilt werden, dass allen Menschen zugute kommt, können wir mittlerweile von empirischen Daten ausgehen, dass wenn man den Markt freien Lauf lässt, dass Unwucht reinkommt, dass ungerechte Verteilung reinkommt, die sich verschlimmert und nicht verbessert.
Ja, und der staatliche Kapitalismus ist eigentlich, wenn alles Eigentum dem Staat gehört und der soll sich darum kümmern, dass eine faire Verteilung stattfindet, das funktioniert auch nicht, auch empirisch bewiesen. Ja, und alle die können halt den menschenwürdigen Freiheitsanspruch nicht sichern. Das ist sehr traurig, aber das ist halt unsere Aufgabe, in unserem Leben irgendwas zu finden, irgendwas zu suchen, was halt unsere Freiheitsansprüche sichert. Und wenn man gefunden hat, dass irgendwas nicht funktioniert, dann muss man die Ärmel hochkrempeln und was finden. Und im dritten Teil hatte ich nochmal ein bisschen drüber rammgerantet, dass es Zwänge gibt. Manche sind natürliche Zwänge und manche sind gesellschaftliche Zwänge. Ich habe das Bild benutzt von Regen und Spucke. Wenn man rausgeht und es regnet einem auf den Kopf, ist der Kopf nass. Wenn man rausgeht und jemand spuckt einem auf den Kopf, ist der Kopf auch nass. Das eine ist ein natürlicher Zwang, wenn es regnet, ist der Kopf nass. Das andere ist ein gesellschaftlicher Zwang. Man ist auf den Kopf gespuckt worden. Und als Cliffhanger hatte ich auch irgendwann mal in irgendeinem Vortrag gesagt, die Frage ist, kann man feststellen, dass man gerade jemand auf den Kopf gespuckt hat? Weil, dass man gespuckt wird, ist sehr einfach. Dass man am Spucken ist, ist vielleicht nicht unbedingt so einfach. Jetzt möchte ich die Zusammenfassung nochmal zusammenfassen. Im Anarchismus geht es eigentlich um die Frage, oder Anarchisten können alle die Menschen sein, die die Frage hier beantworten können. Und zwar können Gleichberechtigte sich so organisieren und so zusammenleben, dass A, sie weiterhin gleichberechtigt bleiben. Ja, dass, ja mal, dass die Macht und die Verteilung von Macht und was zu sagen haben nie repressiv wird, zum einen. Und zum anderen, wenn die so miteinander arbeiten, können die auch Ziele erreichen. Ich meine, es ist schön, wenn man zusammenkommt, Kaffeekränzchen ein bisschen schnackt, aber wenn am Ende irgendwie kein Ergebnis da kommt, dann hätte man auch eigentlich sein lassen können. Wer also meint, die Antwort auf diese Frage sei nein, der Mensch braucht einen Führer, der Mensch braucht eine höhere moralische Instanz, also Gott oder so, der Mensch muss vor sich selber geschützt werden, Überwachungsstaat, die möchte ich in die Schublade Führerprinzip erstmal reinstecken. Mit den Leuten diskutiert man solche Themen anders. Man muss anders herangehen, wenn man denn mit denen diskutieren möchte. Ich persönlich habe da meine... Es ist als schwieriger erfahren. Wenn aber Leute sagen, ja, ich glaube an Gleichberechtigung, ich glaube, das ist ein Ziel, das man erreichen kann. Es ist kein natürlicher Zustand, sondern ein gesellschaftlich wünschenswerter Zustand, den man als Gesellschaft erreichen kann. Dann herzlich willkommen zum vierten Teil. Bei diesem anarchistischen Handeln möchte ich gerne alle das einschließen, was dieses eine anarchistische Gesellschaft entweder ermöglicht, unterstützt und erhält. Ich möchte aber die Behauptung aufstellen, dass man nicht sagen kann, wir drücken diesen Knopf und sagen der anarchistischen Gesellschaft, wie sie sich zu verhalten hat, und dann haben wir eine anarchistische Gesellschaft. Das Verhalten, gemeinschaftliche Solidarität kommt aus der gemeinschaftlichen Solidarität heraus, nicht aus einem Befehl dazu. Ja, das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Das Milchsäurebeispiel ist, dass Milch, egal wo ihr Milch auf dieser Erde abstellt, Milchsäurebakterien sind überall und die Milch wird kippen. Ja, die wird, was ist das, Joghurtquark, sauer. Die wird einfach sauer, Milch wird sauer werden. Und so möchte ich behaupten, ist das so ein bisschen mit Anarchie, egal wo man die Gesellschaft hintut, grundsätzliche Sachen sind anarchistisch, wie Freundschaft, Liebe, Fürsorge, Mitleid, das ist, behaupte ich, in unsere Gene irgendwie hineingelötet. Das funktioniert im Familienkreis, das funktioniert in so einem Clan. Frage ist, funktioniert das mit Menschen, die wir überhaupt nicht kennen und vielleicht noch nicht geboren sind? Wenn wir also von einer anarchistischen Gemeinschaft sprechen, eine Gesellschaft, eine Bevölkerung, die anarchistisch lebt, müssen wir gucken, was sind so die einzelnen Bauteile von dieser Gesellschaft. Das ist ja nicht alles eine Suppe, und gerade in Anarchie ist es auf keinen Fall homogen, sondern Anarchie lebt von Heterogenität. Umso mehr so Unterschiede da sind, umso solidarischer muss die Gesellschaft sich eingestehen, diese Unterschiede zu verteidigen. Und das freie Ausleben von Unterschieden macht die Gesellschaft dann auch wieder vielfältiger und noch freier. Es gibt dann also die einzelne Person. Dann gibt es für mich, wenn ich jetzt die einzelne Person wäre, die direkte Gemeinschaft, die direkte, entweder ihr, die in einem Raum seid. Wir sind in einer direkten Wechselbeziehung. Dann gibt es die Menschen, die ich seit ewig kenne, weil die mich vielleicht gezeugt haben oder mich unterrichtet haben und so weiter und so fort. Mit denen habe ich eine Wechselbeziehung. Und danach wird es halt immer indirekter. Ich persönlich kenne Frau Angela Merkel
Ich habe keine direkte Beziehung zu ihr. Die ist zu weit weg. Also einmal räumlich, gedanklich bestimmt auch und auch von der Macht her. Aber von dem Konstrukt her, dass alles irgendwie miteinander verbunden ist, stehe ich mit allen 80 Millionen Menschen in Deutschland und mit allen 7 Milliarden Menschen auf der Welt in Verbindung, indirekt. Und dann, wenn man schon so einen großen Schritt geht und sagt, ich möchte gerne für alle Lebewesen mitdenken, dass wenn aus Asien kommen, dass sie meinen, okay, den Planeten lassen wir bestehen, die haben eine coole Einstellung, die sind entspannt, dann habe ich den letzten Satz noch mit reingeschrieben, alles, was im Turing-Test besteht. Und der Turing-Test ist ja ganz einfach. Du redest mit einem Chat-System, auf der anderen Seite ist Chat-System entweder ein Mensch oder eine Maschine. Wenn du als Mensch das Gefühl hast, auf der anderen Seite ist ein Mensch, dann hat das Ding den Turing-Test bestanden, wenn es eine Maschine war. Wenn es ein Mensch war, ja. Also künstliche Intelligenz ist dann erfolgreich, wenn wir glauben, dass sie intelligent ist. Und ich glaube, alle das, die das erfüllen, die sollten bei unserer Anarchie auf diesem Planeten mitspielen dürfen. Dann gibt es aber auch bei der Anarchie eine zeitliche Dimension, die man, oder in der Gesellschaft eine zeitliche Dimension, die man eingehen muss oder berücksichtigen muss. Es gibt einmal die Gegenwart, klar, und dann gibt es so, was morgen kommt, dann was in 3 Jahren kommt, was in 7 Jahren kommt, weil diese Planungshorizonte der Gesellschaft auch Zeit zum Atmen, Zeit zum Planen geben. Ja, wie wollen wir mit der Energieversorgung umgehen, ist eine Frage, die sich eine Gesellschaft stellen muss, aber auch nicht morgen beantworten kann, sondern sie braucht halt ein bisschen länger dazu, sich umstellen. Es gibt nicht den Knopf, den man drücken kann und dann hat man auf einmal ein anderes System, sondern für gesellschaftliche Veränderungen braucht man halt auch Raum in die Zukunft. Und den Blick in die Vergangenheit habe ich deswegen genommen, weil es von der Long Time Now Foundation sehr interessante Podcasts gibt, die einfach versuchen, so Zeitspannen wie 400 Jahre als Menschheit oder 1000 von Jahren als Menschheit zu überbrücken. Das heißt, dass man nicht heute irgendwas macht für seine Rente, sondern irgendwie eine Uhr erstellt, die in 1000 Jahren noch funktioniert. Und damit die Maschine, das Werkzeug, das man gemacht hat, ist in direktem Kontakt mit unserer Zukunft von 1000 von Jahren, wenn wir schon längst tot sind. Wenn wir direkt anarchistisch handeln wollen, dann müssen wir halt die beiden Dimensionen mal zusammenführen und gucken, was man in dem Raum machen kann. In einer anarchistischen Gesellschaft, in der Gegenwart zum Beispiel, mir persönlich ist sehr wichtig die Frage, ob ich gerade atmen kann, weil davon in 3 Minuten bin ich gehirntot. Trinken ist für mich auch wichtig. Ich glaube, das halte ich 3 Tage aus oder der durchschnittliche Mensch. Dann sowas wie Essen, Kleiden, Wohnen ist für mich persönlich direkt auch sehr wichtig, aber ich kann auch mal einen Tag ohne Klamotten leben, solange ich irgendwie nachts ein Dach über dem Kopf habe oder was. Allerdings wird es halt komplexer und da hat man Vorteile, wenn man mit der Gemeinschaft lebt, weil die Beziehung untereinander hat der Gemeinschaft erlaubt es, dass der eine sich zum Beispiel aufs Essen zubereiten konzentriert, der andere auf Wasser heranholen, sodass man gemeinsam mehr erreichen kann, besseren Lebensstandard sogar, als alleine. Die Konzepte, die ich jetzt hier ansprechen werde, kommen teilweise auch von der Transition Town Bewegung, die nicht Selbstversorger spielen wollen, die wollen sich einfach nur autonomer machen, von langen Handelsgruppen, Lieferzeiten, Lieferwegen. Die wollen vor Ort Essen anbauen, vor Ort Essen klar, also dass der Produzent auch gleichzeitig Konsument wird. Entschuldigung. Und dann, ich weiß gar nicht, wo ich das herausgeeiert habe, aber die Bedürfnisse einer Gemeinschaft, damit die Gemeinschaft sich als Gemeinschaft versteht, hat nur 2 Teile, nämlich einmal die Kommunikation und dann die Koordination daraus. Also es können Leute, damals habe ich die Menschen nicht verstanden, bin nicht gemerkt, in der Vorlesung war es interessant, man kann nicht kommunizieren und nur reden, sondern alles, was man sagt, hinterlässt auch irgendwie eine Handlung oder was, verändert uns so tief, dass man daraus ableiten kann, morgen würde ich mich aufgrund dieses Gesprächs anders verhalten. Wenn man sich so ein paar Kommentare anschaut auf Twitter oder sonst wo, dann hat man nicht das Gefühl, dass da Kommunikation stattfindet, die einen Effekt hat. Aber manchen Leuten tut es gut, einfach Druck abzulassen, Shitstorm. Andere Leute tut es gut, zu wissen, dass irgendwann irgendjemand vielleicht
was lesen kann. Ja, und Kommunikation brauchen wir uns, um selber zu koordinieren. Und da möchte ich nochmal einen Unterschied machen. Nehmt an, schließt eure Augen und seht halt diesen einen Punkt auf einem weißen Hintergrund, ist ein schwarzer Punkt. Und dieser Punkt sei ein Mensch. Und der kann in diesem Zustand, ist also nur ein Mensch auf der Welt, und der kann nur machen und tun und lassen, was er möchte, und er wird dann ziemlich schnell irgendwann verhungern. Und das ist nicht unbedingt Anarchismus, das ist Freiheit. Dann, vielleicht erinnert ihr euch zurück an den Politikunterricht in der Schule, da wird unsere Gesellschaftsform meistens als Pyramide dargestellt, dass unten halt das Volk ist, und dann kommen irgendwie Bundesländer oder Kommunen, und dann die Bundesländer, und dann kommt das Land, und dann kommt das Parlament, und daneben ist noch der Bundesrat. Ist aber definitiv über Pyramiden vor mich. Wenn wir jetzt unten ganz viele Punkte haben, die dann irgendwie mit ein bisschen weniger Punkten in der nächsten Stufe verbunden sind, die wieder mit ein paar noch weniger Punkten ganz oben verbunden sind, dann haben wir halt eine hierarchische Struktur. Und das ist auch keine Gesellschaftsform, die stabil ist. Kennen wir vielleicht aus Servernetzen, Server-kleinen Netzen, die stark zentralisiert sind. Um so eine Gesellschaft, so eine Netzwerkstruktur rauszunehmen, reicht es ja, den zentralen Server rauszunocken. Und dann wissen die Kleinen schon gar nicht mehr, was sie machen sollen. Was, wenn ich von Netzwerktopologien aus der Informatik eine Gesellschaftsform ableiten möchte, um eine Anarchie zu beschreiben, will ich sagen, okay, distributierte Netze. Wo jeder Knoten mehrere Aufgaben übernimmt und es eigentlich egal ist, wenn der Knoten ausfällt, weil alles herumgeroutet wird. Also das Bild des Internets ist da ganz okay. So, möchte ich den J.M. Hickman zitieren, der weise Worte gesagt hat, und zwar: Management beginnt immer bei Self-Management. Und das hat eine sehr harte Sache. Umso freier man sein möchte, also umso geilere Projekte und Sachen man machen möchte mit anderen Leuten, umso härter muss man sich selber eigentlich kontrollieren und beobachten. Ich weiß nicht, wie frei ich bin, bis ich die Grenze gefunden habe, an der ich nicht mehr frei bin. Und da wir anarchistisches Denken oder anarchistischem Denken in dem Teil dort festgestellt haben, es gibt sehr viele Arten zu betrachten, bin ich da noch frei, bin ich dort noch frei, wie sieht's aus, wenn ich gegenüber meinem Arbeitgeber, gegenüber der Familie, gegenüber der Religion und in der Gesellschaft, ich halt sehr viele Grenzen. Und ich musste eigentlich immer alles testen und gucken, ob ich da frei bin. Sonst weiß ich nicht, ob ich frei bin. Wir brauchen so eine Art Erkenntnisprozess. Und dieser Erkenntnisprozess muss irgendwie repetitiv wiederholt werden. Ob ich jetzt einen Cronjob einrichte, der mir jede Minute nachschaut, ob diese Grenze verschoben ist, ob sich da was geändert hat, oder ob ich das vielleicht ein paar Sachen alle 3 Jahre oder 15 Jahre mache, ist eigentlich, muss ich halt dementsprechend anpassen, wie wichtig das ist. Zum Beispiel sauberes Trinkwasser ist jetzt etwas, das, wenn ich Wasser trinke, ist mir schon wichtig zu testen, aber ich kann nicht immer den Labortest machen. Ich sollte aber vielleicht mein Verhalten über die Jahrzehnte so anpassen, dass ich nicht Trinkwasser verschmutze. Weder für mich, noch für andere. Bin ich frei gegenüber meinem Arbeitgeber? Wann werde ich ausgebeutet? Ist auch etwas, wo ich mir vielleicht jeden Tag sogar Sorgen mache. Wie benehme ich mich gegenüber meinen Freunden? Alkoholisiert oder was auch immer. Sollte ich dann mich immer hinterfragen, wenn ich am nächsten Tag wieder nüchtern bin, wie ich mich verhalten habe? Wie viel Zeit habe ich eigentlich, um was zu machen? Was fange ich mit meiner Zeit an? Plane ich meine Aktion, weiß ich, was für Ressourcen ich habe, wie ich mit meinem Geld umgehe, weiß ich, was am Ende des Monats fertig ist, also übrig bleibt an Geld, wie verwende ich das Geld generell, bin ich bei einer Bank, die dafür bekannt ist, in Rüstungsgeschäfte einzusteigen, ich nenne jetzt keine Namen, oder gehe ich halt zu einer anderen Bank, die teurer ist, aber dafür diesen Scheiß nicht macht. Das sind alles Möglichkeiten, die man erst dann angehen kann, wenn man sich selber genau analysiert hat. Deswegen diese ständige Feedback-Schleifen über alles, was Freiheit betrifft. Und aus der Wirtschaftsinformatik gibt es also ein Rahmenmodell, das heißt COVID. Das wird in Unternehmen eingesetzt, um die IT eigentlich zu managen mit Feedback-Schleifen. Das ist relativ komplex, aber ich habe es in meinem Studium halt kennengelernt. Ich finde es gar nicht mal so schlecht. Ein paar Sachen davon habe ich sogar für den Hackspace in 7 übernommen. Einfach nur damit Informationen die ganze Zeit fließen und man weiß, dass man nächsten Monat noch Strom kriegt. Ist im Hackspace gar nicht mal so uninteressant. So, also Fragen, wie kann ich atmen? Das sind öffentliche Feedback-Schleifen, das wird uns sofort auffallen, wenn ich atmen kann. Das ist lebensgefährdend. Und wenn das nicht ginge, wenn ich wüsste, dass morgen halt, sagen wir, Tschernobyl geht wieder hoch, dann wirst du so ziemlich genau, wie lange es dauert, bis unsere Luft einfach verseucht ist und wir vielleicht nicht atmen können oder was auch immer.
In dieser Aufstellung möchte ich einfach nur darauf hinaus, dass es lebenswichtige Funktionen gibt. Und dort ist jeder sich selber erstmal am nächsten. Aber wenn das für ihn gesichert ist, auf eine gewisse Perspektive hinaus, dass es wichtig ist, auch zu gucken, ob die anderen das können. Weil wenn ich die letzte Flasche Sauerstoff habe, das Lager an Sauerstoff für die nächsten 2 Jahre, für mich persönlich ausreicht, aber draußen sind, weiß ich nicht, 80 Millionen Leute, die keinen Sauerstoff haben, dann muss ich mir was einfallen lassen, weil sonst bin ich tot und die 2000 Flaschen sind woanders. Man muss also schon irgendwie ein Gefühl fürs Teilen bekommen. Wobei der Mensch auch sehr gut darin ist, festzustellen, okay, das hat er verdient. Er hat eine gute Sache gemacht, es ist okay, der darf das haben. Ich bin jetzt nicht sauer oder ich bin ein bisschen eifersüchtig, aber ich kann verstehen, warum er mehr hat als ich. Ich glaube, die Spanne ist 1 zu 4. Also Leute können irgendwie nachvollziehen, wenn eine andere Person das Vierfache von dem hat, was die Person selbst hat. Alles, was darüber hinaus ist, ist nicht mehr nachvollziehbar für die. Und dann fangen halt solche Sachen an wie Neid, Autolack zerkratzen an und so an. Dasselbe gilt für Trinken. Trinkwasser ist sehr wichtig. Es gab ja schon die ersten Kriege in Nordafrika um Trinkwasser, was hier nicht so unglaublich... Also ich habe mir noch keine Sorgen gemacht ums Trinken. Und dann Essen. Das sind, ich glaube, Atmen, Trinken, Essen sind so die Grundfunktionen. Wenn wir die gesichert haben als Mensch, wenn ich weiß, dass mein Gegenüber in Ruhe atmen kann, in Ruhe trinken kann, in Ruhe essen kann und weiß, dass das einen Monat mindestens so weitergeht, dann kann man mit der Person reden und zwar um ziemlich alles. Dann kann man auch mit der Person planen, weil die nicht etwas erfährt, das Überlebensangst ausmacht. Weil in der Überlebensangst, möchte ich mal behaupten, verhalten wir uns höchst egoistisch. Wir wollen überleben, wir müssen überleben. Und dann ist ein gesellschaftliches Zusammenarbeiten sehr schwierig. Das heißt, wenn man gesellschaftlich arbeiten möchte mit Leuten, sollte man die zuerst mal Fenster aufmachen, frische Luft, dann denen was zu trinken geben und vielleicht was zu knabbern, damit jeder Mensch weiß, okay, ich bin eigentlich satt und Durst habe ich auch nicht und eigentlich schön zu atmen und jetzt kann ich mich mal mit diesem Typen da befassen, mit diesem Thema, mit diesem Problem. Ohne dass dann Leute dann direkt einen Raster kriegen. Wenn man das jetzt aber alles testen will, wenn man erstmal guckt, wenn man sich immer kontrollieren möchte, wie frei bin ich, kann ich noch freier sein, kann ich anderen in ihrer Freiheit unterstützen oder befreien zum Beispiel, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, sind wir später, kommt ein Haufen Scheiß, der zu überwachen ist. Ja? Und das ist halt doof, wenn man vor lauter Controlling weder strategisch noch operativ arbeiten kann, weil man die ganze Zeit nur am Nachmessen ist, was möglich ist. Da gibt es halt aus der IT sehr verschiedene Lösungen, das zu machen. Es heißt ja irgendwie Self-Measuring oder so. Das ist, man fotografiert halt, was man isst und speichert das auch in eine Cloud rein oder was man getrunken hat, leitet davon ab, ob man sich gesund ernährt hat, ob man seinen Diätplan eingehalten hat. Es gibt ja lauter Möglichkeiten. Ich persönlich habe diesen Task Warrior empfohlen bekommen, das ist ein Kommandozeilentool, in dem ich jetzt die ganzen Ideen und anarchistischen Fragen, die so sind, hineinschmeiße und versuche halt dieses Self-Management, sich selber zu verwalten, irgendwie einen Überblick zu bekommen von den 1000 Sachen, die möglich sind, die seht ihr gleich noch, überhaupt ein Gefühl der Kontrolle zu haben, um das anzugehen und zu wissen, okay, ich habe heute noch 2 Stunden Zeit und ich kann entweder das oder das machen, aber vielleicht sollte ich nicht auf Program abhängen oder Reddit oder sonst was. Das Programm kann ich halt nur empfehlen. Ist wie ein Graph aufgebaut. Es gibt viele Tools, die man noch hinplagen kann. Man kann Prioritäten setzen. Das Ding errechnet Prioritäten. Das hat mir, diese Taskboy hat mir echt ein Gefühl von Selbstkontrolle gegeben. Also jetzt nicht mehr von einem Projekt zum nächsten hetzen, sondern eigentlich sagen, okay, ich habe jetzt Zeit, ich ziehe die anderen Projekte vor. Dann habe ich das weggearbeitet und auf einmal habe ich irgendwie mehr Zeit für Kram. Ich werde jetzt im Folgenden so ein paar Themen ansprechen und was man, wenn man anarchistisch handeln wollte, machen kann. Ja? Wie gesagt, anarchistisches Handeln hier ist halt in Gesellschaft, die Solidarität, das Teilen miteinander, aber auch gleichzeitig seine eigene Freiheit zu erhöhen. In anarchistischen Handeln könnte man zum Beispiel, wenn es ums Essen geht, entweder Oldschool-Containern gehen, das heißt also an die weggeschmissenen Lebensmittel, nachts hinten ran und sich das Essen wieder rausholen. Das war spannend, weil es ein Abenteuer ist und ist ein bisschen kriminell auch. Es ist dunkel. Dann ist es eine politische Aussage. Hier wird zu viel Essen produziert. Das muss nicht weggeschmissen werden.
Ich kenne ein Zitat aus einem Film, das sagt, dass in Wien, der größten Stadt Österreichs, jeden Tag so viel Rotwaren weggeschmissen werden, wie in Graz, das ist die zweitgrößte Stadt, an einem Tag gegessen werden. Ich weiß nicht genau, wie viel in Graz Menschen wohnen und wie viel Brot das ist, aber in dem Film fahren dann zwei große Sattelzüge mit Gebacken dran vorbei. Und zu bedenken, dass das alles weggeschmissen wird, das ist dann schon ein bisschen, das macht nachdenklich, weil sagen wir, so vor 70 Jahren hätte es sowas nicht gegeben. Dann kann man natürlich auch oldschool-mäßigen Gemeinschaftsgarten machen oder generell bei sich zu Hause lauter Sachen anbauen. Ich habe jetzt mittlerweile aus Versehen eine Avocado-Pflanze, die so hoch ist. Ich fand das cool, bis ich mal nachgelesen habe, was ich da eigentlich anbaue. Also die Aufklärung gilt auch für einen selber. Eine Avocado-Pflanze braucht 15 Jahre, bis sie Früchte trägt. Das heißt, man muss auch in die Zukunft blicken. In 14 Jahren halte ich dann den Vortrag über Avocado-Bäume gerne bei euch. Aber Kräuter, Tomaten, Paprika wachsen in der Wohnung ohne Probleme. Und aus irgendeinem Grund, in der WG, in der ich wohne, ist es eher immer ein bisschen muffig, ein bisschen wärmer und ein bisschen feuchter. Ich glaube, da kann man ganz gut Tropenpflanzen anwachsen. Das nächste, was ich dann als anarchistisches Handeln im Bereich Essen sehe, ist Foodsharing. Geht so ein bisschen vom Punkt, Lebensmittel schmeißt man nicht weg. Okay, wir nutzen jetzt das Internet, was uns ja alle irgendwie miteinander verbindet und kommunizieren einfach, ich fahre in Urlaub und ich habe noch 2 Kilogramm Äpfel oder was auch immer. Man setzt es online, andere Leute sehen das, sehen, wie weit entfernt das ist, dann spricht man sich ab und dann gibt es einen Übergabeort, wo man es halt machen kann. Ein paar Leute wollen Geld dafür haben, die meisten sind froh, wenn es einfach nicht weggeschmissen wird. Und dann kommt lebensmittelretten.de. Das ist ein Verein, der sich aus der Containerszene erstmal rausgezogen hat, glaube ich. Nee, aus der Foodsharing, auch von foodsharing.de kommt. Und die machen eigentlich ein legales Containern. Und ich bin sehr froh, dass ich die gefunden habe. Die sind strikt organisiert, weil diese Organisationsform wird gesetzlich in Deutschland verlangt. Jeder, der da mitmachen möchte, ein Lebensmittelretter sein möchte, unterschreibt einen Haftungsausschluss. Das ist das Rechtliche. Dann gehen die Leute, die sich finden, in die Filiale rein, also bei Tag vorne, nicht nachts hinten an die Mülltonne, bei Tag vorne rein, vielleicht rasieren die sich, kleinen Anzug und so weiter und so fort, möchten gerne den Geschäftsführer sprechen und sagen, hi, wir haben ein tolles Angebot, das Sie nicht ablegen können. Wir können dienstags zum Beispiel, wenn Ihnen das passt, oder an einem Tag in der Woche vorbeikommen und wir können Ihnen so und so viel Kilo an solchen Waren abnehmen, die Sie dann nicht wegschmeißen müssen zum Vernichten. Wir würden das Essen dann weiter verteilen. Wir werden jetzt in Siegen im Hasi diese Argumentationsketten noch mal ein bisschen durchspielen, weil die erste Frage ist, warum würde ein Lebensmittelnahrung oder Filiale die Sachen eigentlich verschenken wollen? Es nimmt auch Geld weg. Es gibt ein paar Gründe sind auch aus der BWL-Ecke. So ein Refood-Mülltonne, eine Refood-Mülltonne kostet natürlich Geld. Lebensmittel vernichten ist nicht kostenlos. Wenn die Filiale das nicht in die Mülltonne tut, sondern den Lebensmittelrettern gibt, sparen sie definitiv ihre Kosten ein. Sie minimieren ihre Kosten. Das andere ist ein weicher Faktor. Ich glaube, der wird aber auch immer wichtiger. Die dürfen sich zum Beispiel einen Aufkleber an den Eingangsbereich setzen oder dürfen auch mit der Tatsache werben, dass sie ihre Lebensmittel nicht vernichten, sondern dass sie einfach zu guten Zwecken oder weitergeben. Das ist eine soziale Corporate Social Responsibility, mit der sich viele Unternehmen natürlich auch miteinander auseinandersetzen müssen, dass sie halt diesen sozialen Orden sich an die Brust heften. Es gibt noch ein paar andere Argumente. Wie gesagt, üben tun wir das erst morgen. Und ich erhoffe mir davon eigentlich sehr viel. Der Unterschied zum Beispiel bei Lebensmittelrettern ist, jeder kann die Lebensmittel bekommen. Wir haben auch, jede Stadt hat eine Tafel. Und wer den Fefe-Blog gelesen hat, weiß, dass der Dachverband Deutsche Tafeln und so weiter, also dieser ganze Tafelbereich ist eigentlich einheitlich geregelt. Und Tafeln gibt es nicht dort, wo Bedürftige sind, sondern dort, wo Spender sind. Das heißt, wir haben ein logistisches Problem. Die Lebensmittelretter arbeiten vernetzt untereinander, miteinander, verteilen das. Die haben eine flachere Hierarchie. Ich glaube, da kommt mehr Gerechtigkeit bei rum. Vor allem, wenn
man zu einer Tafel hingeht und müsste dann quasi seine Bedürftigkeit feststellen. Du kriegst nur was zu essen, wenn du einen Schrieb bekommen hast, dass du bedürftig bist. Was fraglich ist mit der Menschenwürde, zu sagen, mir geht's dreckig, aus irgendwelchen Gründen, selbst verschuldet oder zweimal falsche Entscheidungen getroffen und dann kommen zweimal Glück, Unglück dazu. Bei den Lebensmittelrettern läuft das sehr viel menschlicher, sehr viel Gesellschaft, also gemeinschaftlicher ab. Ich habe Hunger, könnt ihr mir was geben? Oder, ach, heute hätte ich mal wieder Lust auf Walnüsse. Habt ihr noch Walnüsse? Und diese Lebensmittelrettermenschen sind auch dafür bekannt, dass sie halt Sachen abholen und feststellen, wow, wir könnten eigentlich Gemüseauflauf machen. Und dann wird halt gemeinsam gekocht, und dann wird gemeinsam gegessen, alle Leute können zum Essen kommen. Hoffentlich werden mehr als eine Person abspülen. Und dann hat man über das Essen diesen Zusammenhalt aufgebaut. Ja, diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt ist ja auch ein Ziel von Anarchismus. Und dann habe ich vorhin kurz nochmal Soylent angesprochen. Das Problem ist, dass wenn man sich nicht ordentlich organisiert, so wie ich heute Morgen, den ganzen Tag bei Burger King ist. Ich bin hier hingereist, in McDonald's und so weiter, weil ich halt nicht die Zeit hatte und den nüchternen Kopf, mir zwei Äpfel einzupacken, ein bisschen Salat und so. Natürlich kann man in der Gesellschaft, wenn man ein bisschen Geld hat, ein bisschen rumlaufen und dann gibt es halt Fastfood-Ketten. Das ist nicht unbedingt das gesündeste Essen. Und wenn es zu einem Lifestyle wird, dann ist es vielleicht nicht der gesündeste Lifestyle. Jetzt hat ein amerikanischer Mensch halt gesagt, okay, ich mache mir einen Brei zusammen, wo alles drin ist, was mein Körper braucht. Und wenn ich in der Situation bin, dass ich keine Zeit zum Kochen habe, keine Zeit auf den Wochenmarkt zu gehen für frisches Gemüse und keine Zeit halt für dieses in der Werbung immer ideal typisierte gesunde Essen mit Fitness und Nüssen und allem, was man braucht, dann habe ich halt diese Pampe, weil es sieht wirklich aus wie eine Pampe, auf Soja basierend, und esse die. Das ist immer noch besser als Trash Food, wird es ja auch genannt, zu essen. Und der Körper kriegt genau das, kriegt halt das, was er so braucht. Kommen wir zu Geld. Geld ist natürlich immer beim Anarchismus ein sehr interessantes Thema. Der erste Schritt, den man machen kann, der ist relativ einfach, ist, man wechselt zur Ethikbank. So einfach ist der Schritt nicht, weil es ist... Mich hat es erstaunt, wie viele Leute mir auf einmal kein Geld mehr abziehen konnten. Und denen musste ich alle meine neue Kontonummer geben. Aber gut, ich meine, denen fällt das auf, dass da kein Geld ist. Und dann kriegt man einen Brief und dann ruft man die an und dann ist es okay. Bei den Ethikbanken ist es aber... Es ist nicht die Musterlösung. Es ist ein besserer Schritt. Es ist weniger sündhaft. Und Ethikbanken haben häufig auch, also wenn ihr Ethikbank googelt, findet ihr zum Beispiel die GLS-Bank und zwei andere sehr weit oben. Die geben einem die Wahl, worein sie das Geld investieren. Ne? Und wenn da steht, und da wird nie stehen wie, weiß ich nicht, Gasangriffskartuschen oder sowas, sondern sowas wie Bildung oder Solarenergie, aber auch sowas, ich weiß gar nicht, Homöopathie zum Beispiel, ja, oder Esoterik. Ja, da muss man halt aufpassen, weil die werden halt mit dem Wechsel auch irgendwo ein bisschen unterstützt. Habe ich mich schwer getan, aber es ist halt immer noch besser, als das Geld bei einer Bank zu haben, die vielleicht in Waffen investiert. Und ich bin in einer traurigen Situation. Also jedenfalls, mein Vater und mein Bruder reisen sehr viel. Mein Bruder war in Afghanistan geschäftlich. Und es wird mich echt umbringen. Also, wenn die Munition, die ihn tötet, in Deutschland hergestellt wurde und meine Zinsen quasi finanziert. Das ist irgendwie, dann hätte ich auch gleich umbringen können. Weil ich das nicht mache, möchte ich auch nicht, dass die Bank das macht. Ja. Und dann gibt es halt auch so eine Idee, wie Regionalgeld implementieren. Der Versuch ist hier, dass das Geld natürlich irgendwie so ein Austausch von Versprechen und Energie ist. Und wenn man Regionalgeld hat, erhöht man die Wahrscheinlichkeit, dass man das Gegenüber persönlich kennt oder dass die Kanten bis zur Person relativ gering sind und Geld nicht irgendwo landet, wo es nicht arbeitet. Das ist ja die Eigenschaft bei Kapitalismus. In Kapitalismus ist es okay, für keine Leistung Geld zu bekommen. Ja? Ein Vermieter muss nicht hart arbeiten oder arbeiten, um die Miete in Anspruch zu nehmen. Wenn jemand, natürlich mit seinem Haus reparieren und so. Aber es ist halt keine Leistung an sich. Genauso wie Zinseszins oder Zinsen bei der Bank. Der Kapitalist sagt, es ist okay, dass ich für keine Arbeit irgendwelcher Art
also nicht die klassische Arbeit am Fließband arbeiten, aber auch nicht die Arbeit von Erziehung von Kindern und so weiter und so fort. Das ist Arbeiten. Fürs Nichtstun Geld zu bekommen, das ist für den Kapitalisten in Ordnung. Regionalgeld würde halt sowas sehr schwermes unmöglich machen. Bei Regionalgeld kann man sagen, Zinsen funktionieren hier nicht. Das Kleiden, Kleidung ist natürlich auch etwas, was sich in unserer Welthandel relativ negativ auswirkt. Ich weiß nicht, ob jemand diese Demo gegen H&M verfolgt hat vor ein paar Jahren. Das Hemd, das T-Shirt für 5 Euro oder 4,99 Euro. Und dann haben sie halt aufgerechnet von diesen 4,99 Euro, wie viel bei H&M bleibt, H&M Deutschland, dann an dem Konzern, dann wie viel der Logistiker bekommt, die T-Shirts nach Deutschland zu bringen, von, ich glaube, China war das, oder irgendwelche Sweatshops. Und dann bleibt am Ende ein Betrag, der so gering ist, ich glaube, es waren wenige Cent. Und der geht natürlich auch nicht den Arbeiten zu, sondern bleibt dann, weiß ich nicht, eher bei den Vorgesetzten. Also Kleidung ist echt ein Problem, finde ich persönlich. Und meine Lösung ist halt Secondhand. Am Anfang hat es mir irgendwie wehgetan, dass ich Klamotten habe und ich gebe die weg for free. So, selbst diese Kleidersammelcontainer nutzen die Kleider ja nicht, um irgendwie Leuten die Kleider zu geben. Also geringer Teil davon schon, aber die meisten werden halt irgendwie zu Stofflappen verarbeitet oder was auch immer. Und das war auch irgendwie Sinn und Zweck davon. Bin ich in den Secondhand-Laden gegangen, so peinlich. Hier, ich gebe euch meine Klamotten, ich will dafür 15 Euro haben. Und die sagt, sorry, so läuft das nicht. Also Secondhand ist, du gibst das ab und du kannst besser schlafen und das sollte dir genug sein. Damals war es mir nicht genug, ich habe die Sachen wieder mitgenommen und so. Es gibt mittlerweile auch einen Online-Händler, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber man klickt, welche Klamotten man abgeben möchte. Die Klamotten haben eine gewisse Punktzahl. Die Punktzahl, wenn eine Kiste voll ist, irgendwie mindestens 12 Kilogramm schwer, werden die Klamotten, die Punktzahl in Geld umgewandelt und dann kriegt man per E-Mail einen Lieferschein, den man draufklebt, zugeschickt. Ich glaube, wenn man sogar über 15 Kilo kommt, ist das Versenden, die Versandkosten kostenlos. Und die kriegen das, die schauen sich das an und wenn das alles in dem Rahmen ist, wie man es beschrieben hat, wie die Punkte vergeben wurde, bekommt man auch das Geld. Kann jetzt nicht reich davon werden, aber so, weiß ich, ein 10er, 20 Euro, das ist nicht schlecht. Tut mir leid, dass ich den Namen nicht gefunden habe. Und dann die Änderungsschneiderei oder selber machen. Das führt zu sehr lustigen Clownskostümen, wie ihr hier sehen könnt, lauter Flicken. Aber man lernt dann zum Beispiel auch das Nähen, Kreuzstiche und so. Das ist sehr cool. Und wenn man zur Änderungsschneiderei geht, ist meistens die Änderungsschneiderei direkt nebenan. Man stützt also ein bisschen so den lokalen Markt. Kommen wir zu Steuern. Steuern deswegen ein sehr interessantes Thema, weil ich mich gerade durchgezwungen habe. Dem Steuersystem in Deutschland wirft man vor, dass es komplex ist und kompliziert. Und daraus leitet man ab, dass es ungerecht ist. Ja, wenn man einen Vorteil aus irgendwas, wenn man jemanden für dumm verkaufen will, dann sagt man, das ist so kompliziert, ich muss das in deinem Namen machen, vertrau mir, ich würde dich nie betrügen, und dann wird betrogen. Das ist der Vorwurf, dem Steuersystem halt gegenübersteht. Und wer Hilfe liest, weiß, dass hin und wieder mal Konzerne, ich glaube, das Fachwort ist aggressive Steueroptimierung betreiben. Steueroptimierung, also das mit Steuerzahlen. Dann gibt es Steueroptimierung und dann gibt es aggressive Steueroptimierung. Und umso mehr nach rechts ich hier zeige, so aggressive Steueroptimierung, umso ist alles legal übrigens, ja. Aber moralisch ist es nicht mehr tragbar. Und Irland hat dann wohl, es gibt den Irish Sandwich oder Double Sandwich, wo über 8 Länder und Irland ein Konstrukt, ein steuerliches Konstrukt aufgebaut wird, dass man statt, weiß ich nicht, sind das 40% oder 50% nur noch 2% Steuern zahlt. Aus der Sicht einer Firma gibt das natürlich Sinn. Alles, was ich an Steuern zahle, ist weg. Und es ist eigentlich betriebswirtschaftlich gesehen ein Verlust. Wenn die Leute in der Firma aber nicht auf den Trichter kommen, dass ihre Arbeitnehmer das öffentliche Nahverkehrssystem nutzen, oder das Straßensystem, Infrastruktur, das Gesundheitssystem, öffentliche Bildungssystem, öffentliche Sicherheit, dass das auch was kostet, dass man das nicht externalisieren sollte,
dann sind es einfach Arschlochunternehmen. Das kann man nicht anders sagen. Dieser Trend hin zum CSR, Corporate Social Responsibility, versucht ja diesen Unternehmen, also es gibt Unternehmen, die sagen, okay, wir sehen unsere Verantwortung dieser Infrastruktur, der Gesellschaft und dem Steuerstaat da gegenüber. Wir möchten sie erfüllen. Also einem Unternehmen vorzuwerfen, es arbeitet unsozial auf Twitter, das zu argumentieren, politischen Druck aufzubauen, kann funktionieren, muss allerdings nicht. Meine Idee ist also dann habe ich irgendwann die Behauptung aufgestellt, dass Steuerberater vom Verhalten, nicht als Person, es können wunderbare Familienväter oder Mütter sein, vom Verhalten sind Steuerberater gesellschaftsschädlich. Warum? Wir haben Lehrer zum Beispiel, wir haben Beamte, wir haben Polizisten, die bezahlen wir aus unseren Steuern und von denen kriegen wir was. Entweder Bildung oder öffentliche Sicherheit, genau. Der Steuerberater wird auch aus unseren Steuern bezahlt, weil eigentlich müsste das Unternehmen das Geld in den Steuersack reintun und dann wird ein Beamter bezahlt, der uns zugutekommt. Jetzt kommt der Unternehmensberater dazwischen, das heißt, das Unternehmen zahlt den Steuerberater, das Unternehmen zahlt weniger Geld in den Steuersack und dieses weniger ist eigentlich das, was der Steuerberater dann kriegt oder sein Gehalt. Wir verzichten also auf Steuern, die er zum Teil bekommt. Und es ist interessant, dass wir also quasi am Berufsstand, und das ist nicht der einzige Berufsstand übrigens, dass wir also Verhaltensweisen in der Gesellschaft dulden, die uns schaden. Auf der anderen Seite wissen wir alle, dass Rauchen schädlich ist und immer wieder rauche sogar ich eine Zigarette. Aber wenn man clever wäre, wenn man moralisch argumentieren wollte, müsste man auch sagen, das Verhalten eines Steuerberaters ist gesellschaftsschädlich. Habe ich mit Steuerberater darüber gesprochen? Und es gibt zwei Arten von Steuerberatern. Die einen, die sagen ja, und die anderen, die sagen nein. Und die Steuerberater, die ja sagen, die sind sehr interessant zu besprechen. Also erstmal möchte ich behaupten, jeder Steuerberater ist clever. Das Steuersystem ist komplex und man muss eine Grundintelligenz haben, ein Verständnis, da durchzublicken. Ja, das ist anspruchsvoll. Wenn wir diese Steuerberater, habe ich von den Ja-Sagern bekommen, die haben gesagt, also eigentlich, weil wir gesellschaftlich schädliches Verhalten machen, war der Vorschlag von ihm, zu sagen, okay, eigentlich müsste es dann okay sein, dass ich aufhöre, Steuerberatung zu machen. Ich kriege, weiß ich nicht, fünffachen Arbeitslosengeld 2 vom Staat bezahlt, und weil ich die Steuern nicht mehr optimiere oder aggressiv optimiere, kommen ja sowieso mehr Steuern beim Steuersäckel an. Ich brauche nicht mehr zu arbeiten. Das war sehr clever argumentiert. So, der Steuerberater, den könnten wir eigentlich auch den könnten wir kostenlos Geld geben, wir könnten das finanzieren. Die andere Sache bei den Steuerberatern ist, dass es den Ethos gibt, einen Steuerberater, oder bei Anwälten gibt es den Ethos auch, häufig auch bei Ärzten, die sehen sich in der Pflicht, eigentlich alles zu können. Ja, so, egal ob das jetzt ein Zahnarzt ist oder ob es ein Getränkehändler ist, jeder sollte zu dem Steuerberater kommen können und der Steuerberater gibt ihnen immer die Musterlösung. So macht man das. Weil es halt so komplex ist, hat es eine Spezialisierung gegeben von Steuerberatern, die sich auf Berufsgruppen spezialisieren und dort halt auch diese eine so Steuermodelle aufbauen, die Steueroptimierung sind. Also sagen, okay, es hat hier ja mein Steuergesetz gegeben, mit der Interpretation, dass Steuern gezahlt werden. Hier hat es ein anderes Steuergesetz gegeben, auch mit der Interpretation, dass Steuern gezahlt werden. Aber wenn man die zusammenfügt, dann wird das nicht zu einer Mauer, sondern mehr so zu zwei Schweizer Käse, die man zusammenschiebt. Und es sind halt Löcher drin. In der Kombination gibt es halt Ungereimtheiten. Und in diese Grauzonen, die nutzt man aus, um Steuern zu optimieren. Da kommt ein Steuerberater, der Ja sagt, der versucht für alle da zu sein, kommt von alleine nicht drauf. So viel Zeit hat er nicht. Da kommen halt nur die Spezialisierten drauf. Und die muss man sich auch leisten können, weil für ihre Dienstleistung war sehr viel mehr Geld. Wir leisten uns also gerade ein System, ein Steuersystem, in dem es sehr viele Schlupflöcher gibt. Und wir leisten uns auch, dass wir nicht genug Finanzbeamte haben, die wie die Katze vom Mauseloch vor all diesen Schlupflöchern stehen. Ja, um zu gucken, was da los ist. Jetzt gibt es aus der bedingungslose Grundeinkommensszene, aus der Szene der Leute, die keine Einkommenssteuer mehr zahlen wollen, sondern die Mehrwertsteuer verdreifachen wollen oder was auch immer. Dieses Argument, wir verzichten auf alle Steuern und machen noch Mehrwertsteuer, die dann halt sehr, sehr hoch ist. Dann hätte man nämlich noch ein Schlupfloch
Und da stellst du den Finanzbeamten vor und gut ist. Das würde sehr vieles erleichtern, aber dann kommen Leute und sagen, ja, aber es ist ungerecht, dann würden ja die, die konsumieren, mehr bestraft werden, als die, die nicht so viel konsumieren und so. Ist die Frage, ob das System nicht gerechter ist, als das, was wir jetzt haben. Die Lösung dafür für einen Anarchisten ist eigentlich, okay, wir machen uns jetzt, jeder macht sich zum Spaß eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts auf, sich eine Steuernummer, jeder macht sich selbstständig, in einem gewissen, also bis zu einem gewissen Betrag darf man halt verdienen, ohne dass die Steueraufgaben zu groß werden, und beschäftigt sich mit diesen Formularen und so. Und dann werden, eine Sache wird sofort auffallen, das Finanzamt, die Leute, die im Finanzamt arbeiten, sind die freundlichsten Menschen überhaupt. Mir hat später eine Finanzbeamtin gesagt, wir sind übrigens auch verpflichtet, ihnen zu helfen. Wir sollen sie nicht beraten, aber wenn sie die Sprache, den Jargon nicht verstehen, gerne helfen wir ihnen. Ja? Und ich hatte eigentlich immer gedacht, so, der Finanzbeamte ist der Feind, so ein bisschen. Das ist Bullshit. Das ist ein freundlich, liebevoll, verständnisvoll. Ich habe ein paar Mal angerufen und gesagt, ich bin heute krank. Ich kann die Umsatzsteuererklärung nicht einreichen, können Sie nur eine Woche geben. Ja, und so weiter und so fort. Und es hieß immer, ja, gut, dass Sie mich informieren, weil die haben auch keinen Bock immer diese Briefe zu schicken. Und ein informierter Finanzbeamter das ist ein Vorurteil, das ich einfach mal weggelassen habe. Finanzbeamte helfen beim Ausfüllen von Steuerformularen. Das fände ich super. Wie es jetzt abläuft, ist, damit wir nicht merken, wie ungerecht unser Steuersystem ist, wird der Angestellte damit gar nicht konfrontiert, weil der Arbeitgeber bezahlt in der Buchhaltung Leute, die das die Steuer, Einkommensteuer für die Arbeitnehmer ausfüllen. Das ist interessant. Wir haben ein ungerechtes System und wissen nicht mal was davon. Und dann in einem Forschungsansatz, weil ja alles jetzt distributiert wird, ja, dezentral und so weiter und so fort, bin ich gefragt worden, wie könnte man denn diese Dezentralitätssachen, die ich später noch erwähne, wie könnte man damit auch Steuern zahlen, ob das möglich ist? Und ein paar Leute haben gesagt, das ist total Schwachsinn, aber dezentrale Steuerzahlen, das ergibt für mich, ich kann mir nichts darunter vorstellen, deswegen möchte ich mehr darüber wissen. Achso, übrigens, unser Steuersystem ist derart gestaltet, dass wir, wenn wir unseren Bürgermeister und so weiter darauf ansprechen, die können nichts dagegen machen. Selbst wir können hochgehen bis zur Bundesebene, die sind auch nicht dabei. Man müsste Druck aufbauen auf EU-Ebene. Und das ist interessant, dass die Rechtslage, so das europäische Konstrukt so gestaltet ist, dass die international agierenden Konzerne sehr viele Freiheiten haben. Ja, die haben da ihre Lobby gut arbeiten lassen. Und das ist denen alles geschützt. Aber es gibt auf EU-Ebene noch nicht so etwas wie ein Menschenrechtskatalog, der verabschiedet wurde für uns. Oder dass die EU sagt, ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das hat die Europäische Union nicht hingekriegt, menschliche Grundrechte einzuräumen. Aber sie hat es hingekriegt, dass internationale Konzerne ihre Vorteile sichern können. Test, glaube ich, wenn man passt, ne? Ja, also ich werde mich demnächst nochmal selbstständig machen und das mit der Steuer ausprobieren. Vielleicht, wenn jemand mitmachen will, trinken wir schon Rotwein, aber das ist dadurch, das ist eine lustige Sache. Jetzt zu was Sinnvollerem, übrigens Strom und Gas. Unser Hackspace in Siegen hat Ökostrom und Ökogas, haben sie nicht selber draufgekommen. Der Verbrauch ist natürlich zu senken. Es ist super einfach, den Stromanbieter und den Gasanbieter zu wechseln. Es gibt gute Suchmaschinen, die einem die Preisgestaltung ausrechnen, wie viel man braucht. Das ist quasi nur eine Unterschrift und dann hat man schon ein bisschen mehr Anarchie geschafft. Man kann dann natürlich auch regionale Energieerzeuger fördern. Man kann dann natürlich auch crazy werden und Solarzellen auf dem Dach installieren und auch diese Luftwärmekopplung, also Luftwärmekopplung ist 97% effizient. Die warme Luft war heraufgeleitet und die kalte Luft kommt da dran vorbei durch ewig lange Aluminiumwege. Das heißt, die ganze Luftfeuchtigkeit und der Gestank geht raus, die Wärme wird aber zur kalten Luft hin übertragen und man senkt die Energiekosten für Heizung um 97%. Man findet es großartig.
dann gibt es ein kommunales, gibt es auch die Idee, dass man kommunale Kraftwerke baut. Das war früher mal so, bevor man sie privatisiert hat. Und schöner ist nicht, dass hier in Mannheim, in der Stadtviertel oder was es ist, sondern es ist in Bayern. Das ist ein Dorf von 2500 Leuten, die irgendwann gesagt haben, wir machen jetzt, wir wollen unseren eigenen Energie erzeugen. Der Film dazu heißt Das Schönauer Gefühl. Ist sehr interessant. So, dann zum anarchistischen Handeln gehört natürlich das Teilen. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass, also beim Mehrfamilienhaus, da gibt es vier Keller, weil es vier Wohnungen gibt. Und in jedem Keller, außer meinem, da gibt es keinen, bei jedem Keller gibt es eine Bohrmaschine. Und die Bohrmaschine liegt da das ganze Jahr über, außer dreimal. Und ich habe mir jetzt angewohnt, die Nachbarn einfach zu fragen, ob ich mir kurz deren Bohrmaschine ausleihen darf. Und ich weiß auch schon, wen ich am liebsten anfrage, weil er eine Hülti hat. Dann gibt es Sachen, teilen heißt nicht unbedingt darauf verzichten. Das heißt einfach nur, zum Beispiel, wir haben jetzt hier eine Stickmaschine und es wäre ja schade, wenn die nur rumsteht. Also wenn man Werkzeug, geiles Werkzeug hat, dann ist doch irgendwo schon die Pflicht, dass man es halt verwendet, ne, und nicht zustauben lässt. Außer Werkzeug gibt es natürlich auch Bücher, coole Bücher oder auch nicht so coole Bücher. Anstatt die wegzuschmeißen oder verstauben zu lassen, gibt es halt so Geocaching oder Telefonzellen mit Büchern zugestellt. Dann gibt es eine Art Giftbox. Ob das wirklich teilen ist, weiß ich nicht. Es ist so eine palettengroße Hütte, die in die Stadt und stadtnahe Gebiete aufgestellt wird. Und Leute können ihre Sachen da reinstellen, die sie nicht mehr brauchen. Und andere Leute, die gucken neugierig rein und stellen fest, wow, ein cooles T-Shirt von Manowar, das nehme ich mir mit. Oder einen Blumentopf und so. Und dann, das ist dieses dezentrale Ding, das ich vorhin erwähnt habe. Das heißt Post, Physical Object Sneaker Transport. Das ist in der Datenschleuder 96, glaube ich, erwähnt worden von Lars Fischer. Dazu gibt es jetzt eine Forschungsgruppe. Die Idee ist, dass man, ich glaube, in einem schreibenden Papier ist der erste Satz, stell dir vor, du könntest einem Freund ein Buch geben, indem du einfach dem Nächsten, der bei dir vorbeiläuft, das Buch in die Hand drückst. Und der läuft wieder ein anderer entlang, der noch näher zu Blabber kommt zum Beispiel. Und über ein paar Kanten kriegt Blabber auf einmal mal ein Buch. Und das ist, das System wird, wie gesagt, gerade erforscht. Das ist noch sehr jung. Aber zum Teilen zum Beispiel könnte ich auf meiner Homepage schreiben, ich habe Zugriff auf eine Bohrmaschine. Habe ich nicht, aber Fußball oder so. Das sind so Sachen, die ich habe. Die brauche ich nicht, immer. Ich stelle sie euch gerade mal zur Verfügung. Und dann kann jemand sagen, ja, schick's mir, gib mir seine Adresse oder was, und ich gebe das. Die 90er waren das, die wollen ihren Klingelton zurückhaben. War ich jetzt? Ich sage also, was ich zu viel habe oder was ich habe und nicht brauche, gerade. Und dann sagt einer, oh, das könnte ich mir gerne ausleihen, schick mir das doch mal. Und dann gehe ich auf die Straße und ne, mein Handy vibriert und sagt, der hier geht in die richtige Richtung, für das kleine blaue Paket, der geht in die richtige Richtung für das rote Paket. Und dann gebe ich die ganzen Pakete ab. Die werden halt benutzt und dann kommen sie vielleicht hoffentlich wieder. Wie kann man das machen, dieses Vertrauen und so weiter und so fort? Das ist natürlich kein Problem. Wir Hacker kennen ja sowas wie PGP, Web of Trust und so. Man müsste mal schauen, ob es funktioniert. Angeblich gab es schon zwei Experimente. Und es hat funktioniert. Allerdings war das immer Mensa-Forum. Dann zum Teilen kommt dann irgendwie so ein Konzept der Share Economy. Also Wirtschaft, die man sich teilt. Und da habe ich jetzt eine Liste von Internetseiten aufgezählt. Mit sehr interessanten Ideen. Wo immer das Internet da ist, um die Kommunikation und die Koordination untereinander und den einzelnen Personen zu gewährleisten. Tamika ist Take My Car, das ist so Carsharing. Es gibt mittlerweile auch Fahrradsharing, das großartig wäre. Leider hat mir mein Fahrrad jetzt geklaut. Das ist also eine Art von Sharing, die ich nicht unterstütze. wo man halt auch mal dieses Smartphone als Authentifikator benutzt. Dann gibt es Mitfahrgelegenheiten, was ich ein großartiges Konzept finde. Eigentlich müsste ich auch mal mit einer Mitfahrgelegenheit nach Mannheim kommen und wieder zurück. Dann kann man ganze Zimmer vermieten. Hier wird über PayPal bezahlt, dann gibt es halt noch Couchsurfing, was wen mit ohne Geld funktioniert. Aber da teilt man halt seine Wohnung. Und dann gibt es Crowdfunding-Projekte halt für lokale Projekte, die halt unterstützen, Geld zu sammeln. Und dann gibt es halt auch noch Freifunk, ich glaube, das ist hier auch bekannt.
sodass wir einfach mal weitermachen können. So, dann gibt es natürlich anarchistisches Handeln in der Gesellschaft als Politik. Und die Anarchos in Schweden haben in den 60er und 70er Jahren gesagt, okay, wir versuchen das jetzt mal mit der Politik und lass uns aufstellen in den Kreistag. Das ist natürlich ein Widerspruch, weil der Anarchist nicht an politische Strukturen glaubt und sie auch nicht unterstützen möchte. Der Vorteil bei denen ist, die haben es in verschiedenen Dörfern wirklich in ihre Stadtkreise bekommen, ja, und konnten dann quasi als Regenschirm oder als Schutzschirm dienen, haben miteinander kommuniziert und haben ihr Ding gemacht und nach außen hin haben sie gesagt, nee, hier ist Kreis, ist alles okay. Kein Reinfuschen und so, sondern wirklich versucht, Projekte zu starten, wo Leute halt anfangen, sich gegenseitig zu unterstützen, ohne dass da immer Parteifutz in die Kamera lächeln muss. Dann kann man natürlich mit Flyer, Aufkleber und Wappen sehr viele politische Aussagen einfach in den Raum setzen. Zum Beispiel Nazis blockieren und so. Dann kann man, gab es wohl Projekte, dass man auf Geocaches vielleicht so ein paar Bücher und so ablegt, die halt Gedanken gut transportieren. Das Problem da ist, das kann natürlich die andere Seite auch benutzen für ihren Schwachsinn. Und Geocaching ist eigentlich, du wirst im Geocaching nicht auf einmal bekommen, hi, Wahlprogramm von der CDU oder so. Dann kann man natürlich Bücher, Lieder und Videos vervielfältigen. Ich meine, das ist für uns Hacker bekannt. Dann so das Programm Ansichtskarten, das ist ein Wortspiel. Da schreibt man auf eine Postkarte seine Ansicht und schickt das dann halt an den Bürgermeister. Das gibt es hin und wieder bei politischen Informationsständen. Eine Liste von Bürger, von Politikern, dem man diese Postkarte zuschicken kann. Und ich meine, die Piratenpartei in Nordrhein-Westfalen hat irgendwie so einen Haufen Postkarten gemacht. Stellen Sie uns Ihre Frage. Und da konntest du halt eine Frage an die Piratenpartei stellen, das in den Briefkasten schmeißen. Und die haben sich halt darum gekümmert, dass die Frage entweder beantwortet wird oder dass die Anfrage an den Partei, Landestag, ins Parlament gestellt wird. Und natürlich Vorträge halten. Wobei Vorträge halt von all den coolen Sachen, die man machen kann, mit Abstand das Gemütlichste ist, finde ich. Vor allem in einem so wunderbaren Hackspace wie das Raumzeitlabor. Und dann gibt es halt noch Impro-Theater und FNOR, subversive Desinformationen. Die sind einfach nur großartig. Geschichten wie zum Beispiel das Weihnachtsmarkt und Leute und Polizisten stehen am Weihnachtsmarktstand und betrinken sich. Das waren keine echten Polizisten, das war Impro-Theater. Da haben sich Leute einfach die Dienstuniform geholt, außer diese Dienstabzeichen, weil das wäre dann irgendwie eine Straftat, ne? Aber es sieht halt von der Weite, es ist halt wie Polizei. Und da hast du halt ein paar Polizisten, die am Weihnachtsmarkt sind und eine gute Zeit haben. Ja? Sich betrinken, mit Leuten reden. Das gibt auch direkt ein anderes Feeling. Ja? Und ich fand das super interessant. Oder Federball spielen vom Verwaltungsgebäude oder so. Zirka ist auch super. Wie? Zirka, die clandestine insurgent rebel clown army. Zirka heißen die? Ja, eine clown army. Z-I-R-K-A? Genau. Okay, was machen die so? Die sind meist auf Demos unterwegs und machen halt so sehr chaotische Gegendemonstrationen gegen irgendwelche Sachen und gegen die kann man halt nichts tun, weil es sind halt Clowns. Super Videos geil. Von, wo sie vor irgendwelchen Recruitment-Offices zum Beispiel von der Armee irgendwie demonstrieren und da halt die ganze Zeit nur Scheiße bauen und dann kommen halt Polizisten, wollen sie irgendwie wegschicken und sie können halt nichts tun, weil dann kommt dann irgendwie so, das ist ziemlich groß, solche Fragen sind zwischendurch. Who's in charge here? Und dann meinen sie so, he's in charge, there's in charge, they're in charge. Ja. Die Polizisten sind halt, können so absolut nichts tun, weil sie keine Ahnung haben, wie sie damit jetzt umgehen sollen. Machen die das alles spontan? Haben die schon mal durchgeübt oder so? Kennen die sich? Ist das so eine Theatergruppe? Ja. Fast ein bisschen? Also das ist ein... Und die jonglieren dann auch so, machen Pantomime oder was? Ja, genau, und das ist ziemlich gut. Ja, die haben echt Cojones, das ist mutig, finde ich. Und dann eine subversive Desinformation. Kostet ein bisschen Geld, man nimmt halt ein paar Briefe in die Hand. Kopiert das Briefpapier der Stadt und schickt dann eine Aussage raus, ne? Viele Grüße, ihr Bürgermeister und so weiter und so fort, zum Beispiel. Ja. Keine Ahnung. Es gab wohl ein Gasleck, aber machen Sie sich keine Sorgen. Es ist, oder, ja, genau. Ich glaube, der Fall war so. Leute, Einwohner, mehrere tausend bekommen auf einen Brief, in dem steht, die Medienberichte stimmen nicht, es ist nichts passiert. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Viele Grüße, ihre Stadtverwaltung. Und dann war die Stadtverwaltung für 3 Tage erstmal lahmgelegt, weil alle halt geguckt haben, wo ist die Telefonnummer? Die stand natürlich oben drauf mit der E-Mail-Adresse und so weiter und so fort. So, das sind so DDoS-Attacken. Allerdings muss man natürlich die Briefe auch irgendwie verschicken oder man verteilt sie, da müssen ein paar Leute rumlaufen. Ist aber auch nicht so schwierig. Das soziale Umfeld, das sind halt so Sachen,
Aber das sind sehr wichtige Sachen, weil das direkte Umfeld ja in der Wechselwirkung ist. Da muss man so Sachen, ich muss zum Beispiel auch jedem eingestehen, dass er mindestens so viel verkacken darf, wie ich es halt gemacht habe. Und alles ist, also Fehler zu machen ist okay, solange man halt daraus lernt. Es ist auch okay, aus den Fehlern der anderen zu lernen, das ist auch kein Problem. Dass man halt aufpasst, dass man nicht in eine Filterbubble reinkommt, sondern diverse Freundschaften und Bekanntschaften hat, vielleicht auch interkulturell oder vor allem interkulturell und international. Und dann ist etwas, es gibt Freunde oder Bekanntschaften, die bringen halt einem nichts. Ne? Man trifft sich und trinkt einen Kasten Bier und das war's. Und von solchen Freundschaften habe ich persönlich mich jetzt natürlich über die Zeit freundlich verabschiedet. Ne? Habe gesagt, hier, willst du nicht lieber mal mitkommen auf eine Demo oder sonst was? Und wenn die Nein sagen, dann hat man sich so ein bisschen auseinandergelebt, aber im Guten natürlich. Man sagt nicht, ja, da hältst du mich auf. Ich habe dir die besten Jahre meines Lebens gegeben. Dir zu, geht raus. Nein, sondern man sagt, ja, mal, ich möchte mal ein paar coole Sachen ausprobieren, möchte mitmachen. Und wenn die dann Nein sagen, dann sagt man, okay, dann treffen wir uns halt nächste Woche. Trifft man sich nächsten Monat. Und wenn die Leute selber aus dem Quark kommen, ist alles cool. Wenn nicht, dann halten die halt einen auf. Und das ist halt endlich. Lebenszeit ist wirklich endlich. Kommunikation lernen ist super wichtig. Es gibt so ein rhetorisches Quartett. Das ist ein Kartenspiel, in dem halt jede Karte ein rhetorisches Mittel beinhaltet, mit einem kleinen Beispiel. Damit man auch merkt, wann man vom Gegenüber verarscht wird. Ja, also zum Beispiel Suggestivfragen. Sind Sie sich auch der Meinung, dass die Steuern zu hoch sind? Was der Unterschied ist zwischen Brunnenvergiften, Ad hominem? Ich glaube, es gibt sogar Rule 35, nee, nicht 46. Der Goblin's Law gibt es da drin und so weiter und so fort. Das ist sehr interessant zum Spielen. Ich glaube, der Bartoschek, der Podcaster, hat das mal erwähnt. Da muss man halt lernen, um Hilfe zu bitten. Da tun sich Leute sehr schwer drinnen. Ich zugegebenermaßen auch. Ich verzichte dann auf Lebensqualität in meinem Leben, weil ich zu stolz war oder bin, sagen, kannst du mir bitte helfen? Und dann auch lernen, Geld zu leihen. Das ist auch eine große Kunst, wie ich finde. Kollegen zum Beispiel haben mich gefragt, ob ich Geld leihen kann. Nee, ob er mir Geld leihen kann. Andersrum. Erstmal hat er mir, wollte sich von mir 10 Euro geliehen und kam am nächsten Tag zurück, hier hast du 10 Euro, alles okay, kein Problem. Und ich fand das irgendwie blöd, weil bei Geld hört die Freundschaft auf, sagt man so schön, aber dann habe ich zu viel Haus geguckt und am nächsten Tag habe ich gesagt, hey, kannst du mir mal 50 Euro leihen? Und er so, oh, ja, wenn du gerade knapp bei Kasse bist, gib mir die 50 Euro. Und dann habe ich halt die 50 Euro die ganze Zeit im Portemonnaie gehabt, ich habe die halt wirklich nicht gebraucht. Und der dann irgendwann, und das ist halt die Kunst, wenn man Geld leihen kann und fair leihen und wieder eintreiben und so weiter, kam der so und so, hör mal, ich hatte halt diese 50 Euro mal geliehen und ich hoffe, bei dir ist alles okay, gesundheitlich und Familie und so. Aber ich bin jetzt gerade so ein bisschen knapp und die 50 Euro von vor 2 Monaten, weißt du noch, so, Und ich sagte, hier hast du sie. Das sind natürlich original 50 Euro Schein. Was? Ich esse seit 2 Wochen nur Toastbrot. aber das ist halt so ein Tabuthema, so ein bisschen Geld leihen, verleihen, eintreiben und so weiter und so fort. Und da muss man halt mit umgehen. Also es war falsch von mir, ihn halt so zappeln zu lassen, 2 Wochen Toastbrot essen. Ist eine harte Sache. Wir leihen uns jetzt immer noch Geld. Wir sind da allerdings, es ist okay, hinterher zu sein. Ne? Genauso wie hinter der Hilti-Bohrmaschine eigentlich. Aber es ist auch okay zu sagen, hey, ich brauche gerade mal das Geld. Ich habe die Geschichte hier schon mal erzählt, wie ich im Lidl Essen einkaufen wollte. Genau, Schokolade für den Hackspace. Und vor mir war jemand, der saß schon an dem Essen, das er draufgetan hat, dass der wenig Geld hat. Und er auch keinen Spaß am Essen hat. Also das war Ekelkram. Der hatte dann irgendwie 23 Euro noch was bezahlen, hatte das weder im Portemonnaie noch auf seiner Karte und hat gesagt, ja sorry, dann muss ich das wieder tun. Und ich war gerade Anfang des Monats und denke mir so, 23 Euro, ich habe ungefähr das 10-fache auf dem Konto. Und dann so, wahrscheinlich brauche ich nicht mal das 9-fache davon. Und er sagt, ich gebe dir das Geld. Ich zahle das für dich. Ne? Die Karte, seine erste Reaktion war super. Aber ich kenne dich doch gar nicht. Ich will dein Geld nicht, ich kenne dich nicht. Ich will dir helfen, ich kenne dich nicht, ich will dir Hilfe. Ich sage, komm, wir machen das, kannst du was essen, ist auch entspannt, Schlange würde immer länger. Und hat er gemacht, er hat gewartet, wir haben unsere Kontaktdaten ausgetauscht, Handynummer, und er hat meine Kontodaten bekommen. Jetzt bin ich mehr so alle Hutfraktionen, ich weiß nicht, ob das cool war. Aber ich bin jetzt sowieso bei der GLS-Scheiß drauf. Und
Ja, ich gehe dann wieder zurück in Hackspace und hatte die Schokolade auf den Tisch getan und erzähle denen, was für ein guter Mensch ich dort bin. Ne? So, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich Geld zurückbekomme. Also, aber so muss man halt sein, man muss auch Geld verschenken können. Also, Spaß kostet. Bullshit, ich krieg, an dem Abend krieg ich noch 5 SMS von dem Typen, das war schon fast Belästigung, der sagt, ey, ich hab grad meiner Frau davon erzählt, die findet das großartig. Ne? Und dann, ey, ich hab grad meinen Kollegen davon erzählt, die finden das großartig, dass es sowas noch gibt. Und dann noch kurz vorm Einschlafen hat er noch geschrieben, so wow, total unerwartet, ich hab dir übrigens das Geld schon überwiesen. Und ja, dann hat er sich das Geld überwiesen. Und dann ist mir eingefallen, wir brauchen das Geld in unserem Leben nur in 0,01% aller Fälle, und zwar in der Kasse. Und ansonsten dazwischen brauchen wir es halt nicht. Und deswegen funktionieren solche Ideen wie Mikrokredite, weil A kriegt man, es sind kleine Beträge, aber man braucht diese kleinen Beträge ja auch nicht die ganze Zeit. Das Geld hilft keinem, wenn es bei mir auf dem Konto ist. Das war unglaublich cool, das so zu sehen. Und dass das Geld da auch zurückgegeben hat, ist auch großartig irgendwie. Ich glaube, es ist manchmal ein Wunder. Oder es ist manchmal kein Wunder zu sehen, dass so viel so funktioniert. Bei den ganzen schlecht gemachten Gesetzen und bei der komischen Hardware und den ganzen Softwarebugs und so weiter und so fort, weil einfach sehr viel gute Menschlichkeit das alles zusammenhängt. Ja, und dann natürlich viele kleine Schritte machen, bringen einen voran. Einen großen Schritt zu machen, bringen einen um. Wenn man das Gefühl hat, dass so große abstrakte Monster wie das Steuersystem oder so einfach zu mächtig sind und man wird nie was machen, dann möchte ich den Tod der 1000 Schritte, Bullshit, der 1000 Stiche in Erinnerung rufen. Schnitte schreiben. Ich wollte Stiche. Schnitte macht mehr Sinn. 1000 Schnitte schnippen. Okay. Also eigentlich sind das Stiche, Dom. Und die Idee ist, dass man halt mit so einer ganz kleinen Stechnadel, ja, das ist die Waffe halt gegen Goliath zum Beispiel. Und wenn du einmal zustichst, passiert nicht viel. Wenn du 1000 Leute bist, die alle diese kleine Nadel haben, und die stechen einmal zu, das sind schon 1000 Stiche. Und wenn die zweimal, ich meine, man ist man schon so nah, da sticht man auch zweimal zu. Und so kriegt man auch die größten, abstraktesten Monster einfach nieder. Der Vorteil ist, bei diesen, also in diesem Bild, dass die 1000 Davids sich halt gegenseitig sehen, die wissen, dass sie nicht allein sind. Das ist so ein bisschen unser Nachteil. Wir wissen nicht, ob die anderen jetzt auch mitdenken. Das ist so ein bisschen das Prisoner's Dilemma. Ja? Aus der Spieltheorie, 2 Kollegen werden halt verknackt und denen wird jeweils gesagt, hör mal zu, so sieht's aus. Wenn du deinen Freund verpetzt, dann kriegst du weniger Knast als er. Wenn ihr beide aber nichts sagt, dann kriegt ihr beide irgendwie auch Knast. So, dass der Anreiz eigentlich ist, dass jeder sagt, okay, ich verpetze ihn. Da ist dieses Anreizsystem so gestellt, dass ein gesellschaftliches Mitarbeiten nicht funktioniert. Man weiß nicht, ob das Vertrauen da ist. In der Spielertheorie sagt die Mathematik, würden die meisten Leute verpetzen. War es bei Fefe schon wieder? Woraus kommt das, ganz kurz, woraus kommt, dass es in unserer Realität nicht der Fall ist? Leute, die zusammen auf die Straße gehen und irgendwie einen Einbruch machen und so, die verpetzen sich nicht. Das ist eine Ganoven-Ära oder was auch immer. Und diese spieltheoretischen Formeln gehen da nicht auf. Und das finde ich einfach unerwartet. Also die Forschung hat das und das erarbeitet. What the fuck, Reality? Genauso wie auch gefragt wird, der Kollege hat 10 Euro bekommen und er muss das aber mit dir teilen. Und du kannst sagen, ob du das, was du von ihm bekommst, von diesen 10 Euro, ob du das annimmst, damit kann er seinen Teil auch behalten. Wenn du es nicht annimmst, dann kriegt er die 10 Euro auch wieder weggenommen. Und die rationale Maschine, der Homo economicus, der sehr vielen Wirtschaftsmodellen zugrunde gelegt wird, der ist zufrieden, wenn er 1 Cent kriegt. Ja? Wenn er 1 Cent kriegt, hat er immer noch mehr als 0 Cent. Er weiß ganz genau, der andere hat 9,99 Euro bekommen und der hätte auch ruhig mal 5 Euro geben können oder sowas. Aber er wird sie annehmen, weil das mehr ist. Wir Menschen wiederum, wenn wir nicht so zwischen 4,90 Euro und 5,10 Euro, also und mehr davon, dann sagen wir, nö, fick dich. Ja? Ich brauche das Geld nicht, du sollst es auch nicht haben, ich gehe jetzt. Ne? Auch wieder super interessant. Ist aber auch wichtig, dass man sowas von der anderen Seite sieht. Wo also anfangen mit der anarchistischen Gesellschaft? Diesen Task Warrior installieren zum Beispiel, das ist eine sehr praktikable, handelsnahe Sache. Dann die Aktion dem Sesselfurzen vorziehen,
Ja, heute Abend ist in Siegen zum Beispiel ein sehr interessanter Vortrag über Chile. Wer Pispers kennt, der macht ja diesen Witz am 11. September 1970ern. Alle denken, es geht um 9-11 in Amerika, sondern es geht um irgendwie 30 Jahre vorher. Da ist der chilenische Präsident, glaube ich, ermordet worden von irgendwelchen CIA-Truppen oder was auch immer. Ein super interessanter Vortrag wäre es gewesen, wie die halt politisch so seitdem herkommen. Das ist auch lange Zeit immer Spielball gewesen von der Weltpolitik. Aber es nützt nichts, Mann. Da zu stehen und sich das anzuhören, ich habe mir einfach einen Wikipedia-Artikel gelesen und weiß ein bisschen über Chile Bescheid. Ich habe das Gefühl, ich kann Leuten solche Sachen auch erklären, wenn man im Garten gerade Essen anpflanzt oder wenn man Lebensmittel abholt und so. Da kann man auch solche Informationen fließen lassen. Letzten Dienstag gab es einen Vortrag, einen Kinofilm, Voices of Transition, von dieser Transition Town Bewegung, die mehr autarke kleine Gesellschaften machen, die halt mehr vor Ort produzieren. Ich habe gesehen, dass viele Leute da waren, das hat mich auch gefreut. Ich bezweifle, dass diese Leute aber auch ihr Aktionspotenzial nutzen. Weil so ein Film sehen, ist schon gut fürs Gewissen, man weiß ja, wie es besser ginge, aber es nicht zu machen, das ist nicht anarchistisch. Und der Anarchist würde halt eher eine Aktion machen und dabei entweder Erfolg haben oder anständig verkacken, aber das ist halt so sein Ding. Das ist besser als ewig viel planen. Zum Beispiel, das habe ich aber auch von Fefe. Vielleicht soll ich Fefe lesen, auch mit aufnehmen oder so, als Liste. Es gibt dieses mit Spaghetti und Knete einen Turm bauen. Und da gab es irgendwie zwei Gruppen und der mit dem höchsten Turm hat gewonnen. Und durchschnittlich die Kindergartengruppe war erfolgreicher als durchschnittlich irgendwelche Bachelor of Economics oder sowas, weil die ein anderes Mindset bekommen hat. Die Kinder lernen durch Verkacken, was okay ist. Ja, so, funktioniert nicht oder es funktioniert halbwegs und hier noch eine Spaghetti dran und dann irgendwann hat man so einen wackeligen Turm, aber es funktioniert. Und die Bachelor of Economics, denen wurde halt gesagt, dass sie halt so geschult wurden, sich erstmal hinzusetzen und dann zu planen, sehr weit zu planen, wirklich weit zu planen und sich dann zu wundern, warum es nicht funktioniert. Also dieses Prototyping führt dann wohl mit diesen kleinen Schritten besser zum Ziel im Durchschnitt, als wenn man meint, okay, hier ist ein fremdes Problem in einer Materie, von der ich keine Ahnung habe, ich setze mich hin mit Expertise, die ich mir an den Tisch hole, dann hole ich mir auch jede Menge Geld und dann habe ich 15 Jahre Zeit, das umzusetzen und jetzt werden erstmal 10 Jahre geplant. Kann man verstehen. Und dann, keiner ist allein, ist die Idee, dass wahrscheinlich auf der anderen Seite von Goliath, von diesem großen abstrakten Monster, das wir bekämpfen möchten, wahrscheinlich ist da schon ein David, der mit einer Stechnadel da ist und die ganze Zeit wie wild piept. Und der macht das für sich, der macht das für dich, der macht das für uns alle. Und deswegen ist es nicht so schwer, auch dahin zu gehen und auf der anderen Seite anfangen zu stechen, um Sachen zu ändern. Also nicht das Gefühl haben, dass man alleine ist, sondern davon auszugehen, wahrscheinlich, ich kann ihn nur noch nicht sehen, ist auf der anderen Seite schon jemand, der am Rudern ist wie sonst was. Und ich habe ja irgendwo auch die Verantwortung, das auch zu ändern und diese Person zu unterstützen. Wann hört anarchistisches Handeln auf? Diese Transition-Bewegung geht davon aus, dass sie also dieses Wirtschaftssystem, wo lange Wege drin sind, in der es sinnvoller ist, irgendwie Schrimps aus dem Ozean zu holen, tief zu kühlen, nach Afrika zum Polen zu bringen, dann wieder zurück und dann hier zu verkaufen, diese riesige Masse an Logistik und die Art und Weise, wie Wirtschaft funktioniert, indem da soziale Kosten externalisiert sind und Leute von Foxconn-Mauern runterspringen und so, zu einem Punkt, wo halt lokal Essen angepflanzt wird, Seife, Leder hergestellt wird, Klamotten, Baumwolle, Saatgut einsammeln, Holz. Das dauert ungefähr 10 bis 20 Jahre. Und das heißt, wenn wir jetzt anfangen, wir haben ja schon ein bisschen angefangen, 2033 hätten wir das. Ich bin dann noch am Leben und wahrscheinlich werde ich dann ziemlich entspannt und glücklich sein im Leben. Wobei ich in einem der vorherigen Vorträge gesagt habe, der Anarchist lebt nicht lange, aber er hat Spaß. Deswegen vielen Dank. Wir sehen uns dann 2033 zu einer Bestandsaufnahme. Vielen lieben Dank. Mit Avocado-Baum.